Coca-Cola. Herzlich willkommen, Leute. Heute ein kommentiertes Gameplay mal in der Arena. Heute habe ich ein bisschen ein Random-Team dabei. Ich habe mir Shino, Großer Ninja Krieg, Sai und Großer Ninja Krieg, Tenten mit eingepackt und da wollen wir das Ganze ausprobieren. Das ist auch ein bisschen lächerliches Team zwar mit Konohamaru hier, aber wir schauen mal, was der Typ zu bieten hat. Zumindest hat er Hinata und Sasuke dabei. Mal schauen. Hey, das war nett. Ja, macht er trotzdem eine Verfolgung. Er geht auf Shino. Schlechte Entscheidung. Shino ist auch ein Tank. Also will ich nicht direkt auf ihn gehen. So, dann mal schauen. Wenn wir nur unbedingt weg haben. Ich würde sagen, es sei schneller als Sasuke. Wartet mal, das müsste Position. Egal, probieren wir es einfach aus. Ja. Geh nicht mal auf Sasuke. Okay, er will den Buff behalten. Siegelpunkt wurde reflektiert. Noch besser. Gut, Himmels Felix ist auch noch draußen. Schöner kritischer Treffen von Sai. Bisschen Schaden auf ihn drauf. Konohamaru können wir ignorieren. Machen wir unsere Opake noch auf sie. Da haben wir noch Verfolgung von Tenten draußen. So, dann können wir nächste Runde Tenten zu Parke einsetzen. Mal schauen, wie gut Schaden diese machen wird. Mal schauen. Na los. So, er hat jetzt nichts mehr übrig. Winterzer muss jetzt 4 Runden warten, bis er wieder eine Opaka machen kann. Mal schauen. Nice. Winter da ist draußen. Jetzt hat er Sasuke noch und naja, ich weiß nicht, was er mit Konohamaru erreichen wollte, aber sollte ein bisschen Trollteam sein, nehme ich mal an. So, wir klonen mal das ganze Chakra. Mit Shino. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich werde die nächste Runde dann mal noch den großen Krieg Shino ausprobieren. Mal so ein bisschen die so ein großes Ninja-Krieg-Team machen. So, und dann haben wir eigentlich auch schon gewonnen. Genau. War jetzt ein bisschen einfach, muss ich zugeben. So, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. So, jetzt sind wir zurück. Da verstehe ich, habe vergessen, den Shino auszuwechseln. Dann probieren wir das hier dann in der letzten Runde nochmal aus. Jetzt haben wir zumindest ein herausforderndes Team, das auf Iruka aufgebaut ist, durchs auf Dedera. Weil er ganz sicher mal schon mal Tobi dabei und der Flammenbändiger hat wahrscheinlich auch Entzünden dabei. Also die Passive, die entzündet. Ja, mal schauen. Das wird interessant. Gut, selbstverständlich hat er Einschlafen dabei. Mal schauen. Vielleicht sind wir in der Lage, noch ein bisschen Chakra zu klauen. Es gibt Leute, die abwarten, um zu schauen, was die Gegner für Parken machen. Besonders wenn sie Iruka haben. Okay, nee. Er geht direkt drauf. Dann gehen wir auf seinen Feuerbändiger. Nice, jetzt kann er keine Feuerung einsetzen. War also eine gute Entscheidung. So, nächste Runde wird Dedera wieder parat sein. Hat aber keinen Gegner von uns entzündet, also muss uns das nicht groß interessieren. Ich denke, ich probiere. Nee, ich gehe auf den Flammenbändiger, der wird sicher seine Umfang noch machen. Der wieder bei ihm ist draußen. Nett, super. Okay, ja. Er ging direkt drauf, wie ich es mir gedacht habe. Hat nicht viel Schaden gemacht. Ist das auch ein Autospieler? Ich nehme es mal an. Sonst würde er nicht immer den gleichen angreifen. Der spielt wahrscheinlich auf Auto.
Ah, mag ich nicht solche Gegner. Überhaupt nicht. Ich hab gern, wenn sie eine Herausforderung zu bieten haben. So, die Opaken sind alle draußen. Der einzige, der noch eine Opak hat, ist ihr Ruka. Dann gehen wir auf die daran nächste Runde. Oh, scheiße. Jetzt habe ich zu früh geklickt. Ah, das war blöd. Na, egal. Dann machen wir halt ihre Opake. Er hat doch seine Opake. Da habe ich mich verzählt. Egal. Hier kommt der Schaden rein. So. Okay, Ruka weicht allem aus. Das könnte auch gefährlich werden. Aber sein Dedera wird uns sowieso nicht entzünden können. Diesmal hat sein Flammenbändiger aber ganz sicher nicht mehr seine Opake. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich habe schon genug aufgepasst. Jawoll, eine kleine Verfolgung auf Iroka. Das ist sehr gut. Shino ist natürlich jetzt tot. Das ist ein bisschen blöd, da ist unser Tank weg. So. Okay, Dedera ist schneller. Greift unseren Feuerbändiger an und haut ihn raus. Das ist blöd. Na gut. Sei war nicht schnell genug. Schade. Aber das sollten wir gewonnen haben. Wenn wir die nächste Runde doch die Opaka von Tenten rausbringen, sollte das gewonnen sein. Jawohl, das reicht aus. Dann noch mit einem Auto-Hit. Zack. Und das ist auch die nächste gewonnene Runde. Dann werde ich jetzt die nächste Runde gleich noch auf Shido Großer Niederkrieg jetzt nochmal wechseln. So, hier sind wir wieder und auch wieder ein richtig starkes Team. Naruto, normalen Orochimaru, also Kampf der Sannin plus Kampf der Sannin Tsunade. Uiuiui, das wird schwierig. Mal schauen. Jetzt habe ich den Shino Großer Niederkrieg dabei. So, wir müssen seinen Naruto wegkriegen, sonst haut er uns jede Runde eine Verfolgung raus. Mal schauen. Ja, gut, wir können ihn vielleicht aufhalten mit dem Superbestien von Sai. Mal schauen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das jemand ist, der mit seinen Opaken wartet. Nee, er geht direkt rein. Das ist nice an diesem Shino. Er unterbricht nämlich im Gegensatz zum normalen Shino, der Chakra entzieht, beziehungsweise 60 Chakra insgesamt. Konnten wir immerhin Orochimarus Opaka abwehren. Kommt trotzdem etwas durch auf unseren Flammenbändiger. Und er hat noch genug Chakra für Naruto. Oh Gott. Jetzt kommt Damage. Gut, wir haben uns. Ja, wisst ihr was? Wir probieren noch ein bisschen Schaden auf Naruto zu kriegen. So. Ja, jetzt wird's schwierig. Der Flammenbändiger ist schon auf Half-Life. Wird schwer, das zu gewinnen. Wird schwer. So. Gut, dann. Vielleicht kann ich noch den Flammenbändiger unterbrechen mit Sai. Das sieht zwar schlecht aus. Gut, Temis verließ noch auf Tsunade. Jawohl, er friert den ein. Keine Opake für dich, mein Freund. Nice, kommen wir in der Runde Schaden verhindern. Natürlich hat sich Tsunade ein bisschen geheilt, aber. Gut, nächste Runde sollte Narutos Opake wieder bereit sein. Das wird wieder eklig. Der Flammenbändiger sollte jetzt für 4 Runden außer Gefecht sein. Nee, sei super bisschen, machen ja einen guten Job. So, ich probiere jetzt noch Tentens Frage. Okay, er kann sie trotzdem einsetzen. Ja, das ist ein bisschen blöd, es kommt natürlich. Ja, nee, es reicht noch aus. Okay, nee. Ja, kommt noch mit der Opa hinterher von Naruto. Und diese wird schneller sein als unsere Tenten. Okay. Wir kriegen aber da Schanden von Tenten raus. Nächste Runde haben wir noch Shino parat. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Probier Tsunade wegzukriegen. Tsunade sollte hier die beste Idee sein.
Vielleicht stirbst du jetzt sogar schon. Nee, leider nicht. Ist ein blöd. Nächste Runde wird Orochimaru Super gekommen, wahrscheinlich. Gut, sie ist weg. Okay, er wartet noch. Er wartet noch. Dann warte ich auch noch. Vielleicht kommt nächste Runde wahrscheinlich dann Naruto. Werde ich ihn einfrieren. Wir können das gewinnen, wenn wir jetzt hier richtig predikten. Also, Naruto ist eingefroren und dann haben wir gleich noch. Wieso? Haut er jetzt seine Opaque raus? Du bist definitiv eingefroren. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, natürlich, das Reflektieren. Ah, das ist böse, das ist böse. Ja, das war so ein bisschen blöd. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten müssen mit Saizo-Packe. Zum letzten Mal. Ne, ich denke, ich mache 5 Runden insgesamt jetzt ab sofort. Dann werden wir nachher noch eine Runde machen. So, ein Team, das ich nicht verstehe. Wieso hat er Iruka dabei? Und die beiden kriegen beide den Buff nicht ab von Iruka. So, danke für das Chakra. Nehme ich gerne mit. Er ist also opakenfreudig, könnte man sagen. Mal schauen. Haben wir hier einen Eremita 6 Pfade, 3 Sterne. Okay. Also jemand, der ein bisschen höheres Level ist und wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung hat im Spiel. Setzt trotzdem gleich Shino ein. Iruka müssen wir ja nicht beachten, der hat seine Umpacke eingesetzt, der wird jetzt vorhin nicht kommen und jawohl, wie ich mir gedacht habe, der setzt sofort seine Umpacke ein. So, du bist disabled für kurz diese Runde, dann können wir dich nächste Runde nochmal abbrechen. Obwohl, er könnte auch auf den Kakuzu gehen. Nehme ich jetzt aber nicht an. Er wird wahrscheinlich auch mal auf die Opak vom Feuerbändiger gehen. Nehme ich mal an. Wäre wahrscheinlich der Schlauste. Er macht zwar wahrscheinlich mehr Schaden mit Kakuzu, aber ich will den Flammenbändiger einfrieren. Das ist mir irgendwie wichtiger. Obwohl, es wird wahrscheinlich nichts machen. Ich gehe lieber auf Tenten. Das macht mehr Sinn. So. Ja, unser Flammenbändiger wird sterben. Das ist schon mal auf sicher. Aber wir können den Flammenbändiger für die nächste Runde einfrieren. So viel ist auf sicher, denn er hat sein Reflektieren nicht. So. Weißt du, wir können vielleicht eine Opake verhindern für diese Runde, beziehungsweise für die nächste. Genau, jetzt kommt nur Iruka. Hätte er sich aufsparen sollen. Ganz im Ernst. Gut, macht doch Tobi, aber ist keine gute Idee. Er hätte sich lieber aufsparen sollen, vielleicht auf Tenten gehen sollen. Meine persönliche Meinung. Denn Shinos Widerstandswert erhöht sich umso weniger Leben, das er hat. So, ich gehe auf Shino. Genau, er wird schneller sein als Kakuzu. Und dann brechen wir gleich noch den Flammenbändiger ab, falls er es überhaupt vor hätte. Kannst du keine Opake mehr machen. Genau, also der Flammenbändiger sollte eigentlich sterben. Jawohl. Jetzt hat er nichts mehr übrig. Kann ich hier voll Damage draufhauen. Ja, das ist definitiv gewonnen. Gut, Iruka down. Nachher gleich noch Kakuzu. Zack. Und wie gesagt, haben wir ihn mit Saizo Parker weg. Und bam. So. Immer noch ein Kampf gewonnen. Also 3 von 4 von 5. Entschuldige. 3 von 5 Kämpfen, die damit gewonnen. Mal schauen, was wir kriegen. Ein Team mit Nachtklinge, Kimimaro, Sasuke und Kabuto.
Ich bin gespannt, was die Nachtklinge für eine Opake drin hat. Das ist das Wichtigste. Geht gleich auf Caputos Opak. Mal schauen. Ich setze gleich Shino ein. Ich denke, er wird seine Opake in nächster Runde direkt zünden, weil ich nehme mal, er hat seine AOE Opak dabei. Und vielleicht ist Shino ja schneller und kann ihn abbrechen. Vielleicht. Wir können drauf hoffen. So, Himmelsverlies auf Kimimaro immerhin drauf. Er macht es nicht, er macht es nicht. Das ist blöd. Ja gut, wir haben zumindest das Verfolgen von ihm verhindert. Ui, ui, ui. Okay, das ist einer, der die Opaken erwartet. Gut, nächste o Runde wird Kimimaro sehr wahrscheinlich auftauchen. Also beziehungsweise macht er wahrscheinlich die Opak von Kimimaro. Jetzt geht er wieder aus Sisu gekommen. Wir schauen mal. Himmelsverlies wird zumindest auf ihm drauf. Nee. Okay, wir sind nicht schnell genug. Okay, das war jetzt blöd. Weißt du was? Wir probieren seinen Kabuto wegzumachen. Das ist gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt gerade, dass wir ihn angreifen. Machen wir gleich nochmal zusätzlichen Schaden auf ihn drauf. Dann wird nächste Runde wahrscheinlich noch Opak von Suzuki oder Kimaro kommen. Vielleicht. Nee, Kimimaro wird wahrscheinlich nicht kommen. Der hat Himmelsverlies drauf. Ja, das ist ein erfahrener Spieler. Der wird nicht auf Kimimaro gehen, wenn er Himmelsverlies drauf hat. Dann gehen wir komplett voll auf Tenten. Ja, der wird Sasuke einsetzen. Ja. Wäre auch nicht intelligent gewesen, wäre auf Kimimaro gegangen. So. Gut. Tenten's Opak ist draußen. Sehr, sehr nice. Er hat noch die Opak übrig. Okay. Ja, gehen nächste Runde gleich mal aufs Unterbrechen auf Caputo. Der wird sicher seine Opake machen. Mal schauen. Ja, er macht seine Opake. Oh, er geht auf Kibimaro. Er will ihn nachher so weghaben. Okay, nur zu wissen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wieso ist dieser verdammte Typ aber schneller? Das hasse ich an ihm. Okay. Also schon ein bisschen greedy hier. Er wollte also unbedingt meine Feuerbändiger weghaben. Das ist ein bisschen blöde. Was machen wir da jetzt? Okay, er macht keine Opak. Das ist blöd. Egal. Wir gehen noch auf. Die Tenten. Okay, jetzt geht er auf Shino. Gut, immerhin noch einmal Tenten rausgebracht. Das ist sehr, sehr gut. Und dann gehen wir nächste Runde auf den Sasuke. Mit Sai. Ich hoffe, Sai ist schneller als Sasuke. Na komm, ja. Jawohl! Nice, gut. Netter Crit, netter Crit. So, dann können wir nächste Runde noch Tenten zu Opaka machen. Und wahrscheinlich Sasuke wegkillen. Vielleicht. Ich hoffe es. Er sollte aber wahrscheinlich auch die Opaken von der Nachtklinge haben. Oh nee, der Kabuto hat. Okay, er hat sich verklickt, wie es aussieht. Gehen wir gleich auf die Opak von Tenten. Nice. Sasuke ist tot. So, bedeutet, nächste Runde hat er noch. Nee, er setzt sogar gleich Kimimaro ein. Und geht auf Tenten. Dann haben wir nur noch Sai. Nee, das ist verloren. Schade. Ich hasse solche Teams mit Kimimaro. Mag ich überhaupt nicht. Naja, das Team hat leider auch nicht
viel Schadenspotenzial. Die größte Schadensquelle liegt hier auf Tintin. Ich habe auch sehr viel falsch prediktet hier. Also das war ein sehr, sehr vorsichtiges Spiel, muss man wirklich sagen. Ja, da wird mich einfach mit einer Opaka finishen. Ja, schade. Ja, da kommt sie. Zack, und weg ist sie. Oh, immerhin 3 von 5 Kämpfen gewonnen. Das werde ich jetzt auch in Zukunft so machen. Immer 5 Kämpfe in der Arena. Vielleicht mache ich in Zukunft auch Videos zu Qualifikationskampf und Eremitenschlachtfeld. Zu Gildenkrieg wahrscheinlich auch. Aber diese werde ich nicht kommentieren. Oder nur vielleicht was aufnehmen, während wir im TS am Reden sind. Vielleicht nehme ich auch einfach kompletten Sound raus und mache das ein bisschen schneller, das ganze Video. Und lege ein bisschen Musik drunter, weil die Videos dauern teils recht, recht lange. Also beziehungsweise die Kämpfe, nicht die Videos, die Kämpfe aus den Gildenkriegen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es schauen natürlich noch nicht allzu viele Leute mehr zu, aber falls jemand tatsächlich mal was schaut und vielleicht eine Aufstellung sehen will, kann man das mir rückschreiben. Ich werde das nächste Mal ganz sicher wieder irgendwas zusammenbasteln, das sich miteinander verfolgt und schauen, wie ich da durchkomme. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.